Ja, willkommen zurück. Im letzten Spiel wurden wir ja verletzt, aber es gibt nochmal News. Im Profifußball ist es nicht einfach, zu Toren zu kommen. Aber wenn man Hinch in den letzten Partien beobachtet, bekam man fast schon den Eindruck, es sei eigentlich ein Kinderspiel. Nicht nur Trainer und Teamkollegen, sogar die Konkurrenz zeigte sich beeindruckt von den Großtaten, die der Angreifer ums andere Mal vollbrachte. Ja, großes Lob. Kann man sich hier... Nein... Teamstatistik? Nein. Da, Torjäger. 18 Tore haben wir hier in der Dingens geschossen. Das ist doch schon mal ordentlich, was. Ja, bis auf die Torvorlagen. So, sind wir. Wir sind nicht verletzt, aber. Was ist das denn da für ein Grafikbug? Der sieht ja sehr komisch aus. Ist der jetzt gleich wieder weg, wenn ich hier aus dem Menü rausgehe? Ich würde mal gucken, ob es hier vielleicht irgendwas Neues gibt, aber nicht. Ja, der ist wieder weg. Der Bug. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal gegen Salzburg. Weiter geht's. Das muss ich immer noch? Das habe ich doch schon öfters. Haha, verarscht. Den habe ich genutzt. Jetzt konnte der mich erst stoppen, wa? Oh, das war blöd von mir. Ja, machen wir einfach weiter. Das haben wir eh schon öfters mal geschafft. Starten wir direkt ins Spiel gegen Leipzig. So, wir kriegen die defensive Vorgabe von unserem Trainer. Aber wir sind doch eine Offensivkraft. Oh! Was ein Schuss. Der sah doch mal schnieke aus. Walke im Tor. Gleich Druck machen in der Offensive, Jungs. Dann geht er aggressiver auf die Gegenspieler. Verteidigt doch mal richtig und lasst euch da nicht so ausdribbeln. Oh, geht doch. Hat schon wieder Panik gekriegt fast. Oh. Der darf doch auch nicht so frei zum Kopfball kommen. Und ich glaube, ich muss mit der Aufnahme gleich erstmal ordentlich pinkeln. Ja, weil wir gehalten und geblockt wurden. Das muss man doch pfeifen, Mann. Und die lassen sich da so austanzen.
Ich habe ja ab und zu das Gefühl, der Torwart kann einfach nicht weit schießen. Wow. Haut er uns da so mit um. Gib's doch nicht, gib's doch nicht. Auf geht's, Gregor, los, schieß ein Tor. Auf geht's, Gregor, wir holen den Sieg. Oder auch nicht. Oh, schön gemacht, endlich kriegen wir mal den Ball. Stehen gelassen. Oh, dass der den hält. Krasse Sache. Was schreit da denn für eine hysterische rum? Oh, komische Grätsche. Au, ey, das gibt Eckball. Oder Freistoß. Eins von beiden auf jeden Fall. Oh, schade. Wieso schieße ich den denn eigentlich nicht? So, wir werden da auch immer so krass mit umgehauen. Oh, hoppala, da bin ich ein bisschen vorbeigerutscht. Schon wieder. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich möchte hier keine rote wiedersehen. Aber ich muss noch Gretchen machen, dafür meine mentale Dingens. Oh, das muss rot geben. Das muss rot geben. Mit Gelb. Ich könnte doch so kotzen. Schieße ich in die Mauer da rein. Oh, ich fass das nicht. Kann doch nicht sein. Wechseln interessiert doch niemanden. Ja, schneller. Eckball. Der war auch gerade ein bisschen nervig. Eckball. Der war doch dran. Da siehst du, ich hab wieder eine Dingens für uns, weil wir gegrätscht haben. Das war die 10. erfolgreiche Grätsche. Jungs. Alter, war das ein Tackle. Oh, schön. Dürfen wir da schießen? Ne, das gibt eine gelbe Karte. Nein, gibt es auch. Alter! Gibt das Kotzen. Was? Okay, schön.
Dafür habe ich den dann nochmal in die Weichteile getreten. Und direkt auf den Mann, ich fasse es nicht. Die Grätsche war aber gar nicht so schlecht. Natürlich wieder einfach abnehmen lassen den Ball. Und wir wurden wieder ausgewechselt. Das gibt's doch nicht. Wir werden ihn so oft ausgewechselt jetzt in letzter Zeit. Ich verstehe das nicht. Und das haben wir wahrscheinlich wieder verloren jetzt. Nee, 0-0. Hey. Sind in der Tabelle punktgleich mit Rapid Wien. Okay. Spielen wir noch gegen Rapid Wien? Nein. Okay, dann muss Rapid Wien verlieren. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, ob sie vielleicht schon am nächsten Spieltag verlieren. Ne? Also vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dahin. Tschüss.